Yo, Leute, und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Aufnahme Warframe zusammen mit Markus und Futur. Juhu. Wir spielen heute eine mobile Verteidigung auf dem Planeten Jupiter. Ich bin heute in Orange, hier ist Spezialkommando und dabei habe ich meine Leute. Bist du? Guck mal, ich habe ein neues Schwert. Oder ein verbessertes Schwert. Achso, die? Oh, die OP. Ja, die OP. Futur, stell dich drauf ein, du bist schnell tot. Ein Shotgun, du bist am Arsch. Also ich geh nicht mehr in den Kampf. Ja, sagen wir, mit viel mehr Leben und Schutzschild wie du. Hey, glaub aber diesmal habe ich 500. Diesmal habe ich 500 Schutzschild, Markus. Wie ich habe 55. Warum hast du 55? Werden die schon Granaten, also. Hier gibt's doch nichts für Sven. Doch, hier sind wir. Gibt's kein Loot hier schon. Echt, gibt's hier? Also. Das gab immer kein Loot. Ja, es gab in den Gängen nichts. So, was müssen wir jetzt hier machen? Sneaky. Das Ding, was ich hier dabei habe, das müssen wir zur Terminals bringen und die Terminals dann 2 Minuten lang verteidigen. Ah ja, ist ja nicht schwer. Ein guter Witz, du. Pass auf. Ja, was ist? Schutzschild, das sind 1, 2, 3, 4, 5, fuck. Und eine Drohne und eine Kamera. Sind wir nicht immer so einen Lüftungsschacht gelaufen? Hier ist kein Lüftungsschacht. Aber wir sind doch immer im Lüftungsschacht gelaufen, oder nicht? Kann man irgendwo die nicht besiegen? Ja, kann man schon, aber wenn du sterben willst, bitte. Okay, renn rein, Futur. Ich will sehen, wie du das machst. Erstmal die Kamera ausschalten, ne? Ja, wenn du jetzt schießt, kommen alle. Okay. Die hören nämlich Geräusche, die sind nämlich nicht dumm. Ah, doch, Bogen mitnehmen. Ah, das war scheiße. Nee. Bogen ist dämlich, Markus, weil du dann viel zu wenig Schaden bei der Verteidigung machst. So, was machen wir jetzt? Wir machen die Sache. Du und einer ist in die Kamera reingelaufen. Gut, Markus. Das war ich. Oh, Markus. Halt die Schnauze, ich weiß nicht. Ja, aber zum Glück sind die in den Nachbarraum gelaufen, darum haben sie es nicht mitbekommen. Ach du Scheiße. Hier ist eine Truppe aus 4 Stück bei mir drinnen. Die kommen wieder, die kommen wieder. Oh Mann, Futur, du bist ein Lappen. Ja, ihr rennt in den Raum rein, dann ist das Sensor und so, ne? Und so. Ich muss viel Energie gucken. Oh, da schießt jemand auf mich. Ja, weil sie euch jetzt entdeckt haben. Ich nicht. Markus. Jo, ich war vor dir draußen, du Lappen, aber egal. Machen wir sie halt kaputt. Sie und mein Schutzschild ist weg und ich bin tot. Bist du ein Lappen? Guck mal, was das sind mehrere Shotgunner gewesen, mein Freund. Ja, irgendjemand muss ja runterhüpfen und dir den Arsch retten, weil du wärst tot gewesen, wenn die oben gewesen wären. Und zwar mit 2 Schüssen. Die kommen. Ja, wir bekommen auch Versuch von hinten. So, die machen schon ein bisschen mehr Damage als sonst. Ach ne. Hier ist ein Shotgunner, Shotgunner. Oh, ich hab ihn. Oh. Alter, machen die Damage. Ja, nur die Shotgunner machen üblen Damage, der Rest ist harmlos. Also gehen nie in Nahkampf in dem Game. Zumindest nicht gegen Shotgunner. Ne. Ja, ich würde jetzt nicht. Ja, ne. Das kann man glaube ich keinem raten. Da lang. Warum? Ja. Laufen Sven hinterher. Ich loote nur. Und du läufst Markus hinterher. Ah, dann läuft Markus hinterher. Weil ich bin nämlich der in Orange. Markus hat auch Orange. Hat jetzt, ah ja, Markus hat's dabei, okay. Nein, Markus ist nicht ganz in Orange. Nicht ganz, aber hat auch Orange. Dave. Dave. Das ist eins drüber. Das ist über uns. Jo. Ja, geht doch ganz easy. Oh. Drohne. Oh, Futur, geil, gute Idee, ja, schießen. Ich hab doch gefragt, schießen. Ja, ja, na, während du die Kugeln rausgehaut hast. Schießen. Und ein Alarm, okay, wir sind tot. Hol mir dein Handy an bei der Aufnahme. Futur, du brauchst gar nichts sagen, deswegen will ich nicht mit dir auf Jupiter spielen. Warum? Ich hab gefragt, ob ich schießen soll. Ja, ja. Schießt er die Drohne ab? Schießen.
Du hast gesagt schießen und währenddessen schon die Drohne abgeschossen. Also es war ja keine Frage, das war eher so ein Ausruf. Ja und macht ja kaputt. Noch waren keine Shotgunner da. Hast ja gesehen, ich war in 2 Sekunden tot vorhin. Komplett, ich hatte volles Schild, volles Leben, 2 Sekunden. Das heißt, bei dir reicht eine halbe Sekunde, um mich zu töten. Ein Schuss wahrscheinlich. Ich hab aufgerüstet. Nein, du hast keine 510 Schutzschild und 340 Leben. Ich hab 400 Leben. Ja, und wie viel Schutzschild? Das ist nämlich das viel wichtigere. Gut, ich hab 510. Momentan steht's 1:0 für dich, ne? Ja, 1:0. Weil ich runtergehüpft bin und 3 Shotgunner weggemacht habe. Ja, und der vierte hat mich dann getötet. Okay, Pluto darf ab jetzt vorlaufen. Markus, lass mich Pluto mal, der macht es. Dauert dann halt ein wenig länger. Der will beweisen, wie cool er ist. Angepisst bist, kann ich nicht. Nee, nee. Ich hab dich vorhin gerettet und du siehst das nicht ein und darum will ich, dass du siehst, was Wetten heißt. Indem du jetzt dann auf den nächstbesten Shotgunner rennst und einfach tot umfällst. Ich wiederbelebe dich nicht. Oh, schauen wir mal sein Leben zu. Ja, Schutzschild ist schon halb weg. Ja, Schutzschild ist ganz weg. Er rennt. Da kommen die Shotgunner. Da kommen die Shotgunner. Oh, ja, wäre Futo 2 Sekunden später weggekommen, wäre er tot gewesen. Ja. Ich möchte dazu sagen, Futo ist nicht reingerannt und hat 3 Shotgunner weggeholt. Futo hat gegen Standardtruppen gekämpft. Und ein einziger Shotgunner war da und den hat er noch nicht angeschossen. Ich habe aber keine Munition mehr, so. Achso, keine Munition mehr hatte er. Ich habe keinen einzigen Schuss gebraucht, um die wegzuholen. Ich finde wieder jeglichen Müll, nur nicht das, was ich brauche. Ja. Eine Granate. Er lebt ja immer noch. Doch. Ja, jetzt nicht mehr. Sind sie alle tot? Stimmt. Ich habe nämlich einen Alarm deaktiviert, sodass die Welle nicht unendlich wird. Loot oder nix? Nix. Da hoch müssen wir, oder? Futur, bevor du sagst clear, da ist jemand drin. Ja, ich hab's gesehen. Hier ist sogar noch einer. Nein. Das war ich nicht. Ich auch nicht. Man, mich hat nämlich noch keiner gesehen. Da ist noch einer, Marco. Ich kann nicht dafür, wenn du nicht alle tötest. Woran bin ich nicht schuld? Was ist denn das ein rotes Ding? Ist das jetzt? Oh ja, von hinten. Geil. Oh Gott. Ja, das ist Standard bei Alarm, dass wir von hinten überrannt werden. Warum leuchte ich eigentlich lila? Keine Ahnung. Weil ein Boss in deiner Nähe ist. Ja, das machst du. Ich geh weg hier. Ach, auf einmal Futur, komm, jetzt mach das doch. Die da oben gefallen mir nicht. Ne, da sind zu viele. Viel zu viele. Problem ist nicht, mein Schutzschild ist gleich weg. Ich habe keine Pistolenmunition mehr. Jetzt habe ich fallen lassen. Ja, ich übernehme. Ich hab den scheiß Schildtypen weggeballert. Ich hab da oben 2 Blitze reingejagt. Ja,
Und ich verprügel jetzt die ganzen Leute, die deine zwei Blitze überlebt haben. Oh, fuck, das ist ein Shotgun, da Futur. Hilfe, Hilfe, Futur. Ja, ich schieß doch schon auf, Sir. Hä, wo bin ich jetzt? Wie bin ich jetzt auf einmal hier hochgekommen? Hä? Ja, echt so, du bist teleportiert irgendwie, keine Ahnung. Ich war auf einmal an der Decke. Wow, diese scheiß Stampfe, Alter. Ja, mit dem scheiß... Ja, sich einfach... Ich war auf einmal an der Decke oben. Nicht nur teleportieren sehen. Da unten sind... Ja, ich habe hier einen Shotgunner bei mir, Leute. Im Nahkampf habe ich hier einen Shotgunner. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sonst bin ich gleich tot. Ja, ich bin ja hüben gerade beschäftigt. Bruder, der ist hinter uns. Wenn ich sterbe, bist du auch tot. Wo bist du? Genau über dir. Ich habe ihn. Mit der Pistole. Ich habe auch nicht mehr. Ich habe noch mehr. Ich habe quasi alles noch fast voll. Ich nicht. Okay, wir sind bei den Terminals. Jetzt geht's erst wirklich los. Ich muss einen rutschen, welche töten, Alter. Aber das wird, glaube ich, das wird jetzt lustig. Location reached. Drop me in and defend our position. Okay, Markus, du das eine Fenster. Ich nehme das andere Fenster. Futur? Ja, ich renne halt rum. Nein, und mach du alles stellst kaputt. Dich hier hin. Hier oben an der Tür und deckst dieses Terminal hier. Okay. Und wir stehen an den Fenstern links und rechts, weil wenn du rausläufst, bist du tot. Okay, es kommen einige. Da kann Roboter Signaturen entdeckt. Ach ne. Na was, mein Schild ist weg. Jo, das System ist schon gleich down. Ja, Futur soll innen decken. Ja, was soll ich machen, wenn sie hinter dem Ding stehen, Herr? Also von meiner Seite ist noch keiner bis zu dem Raum gekommen. Da ist ein scheiß Bomb-Dingsi. Ich hab 7 Schuss noch, klasse, gell? Stimmt. Dann nimm eine andere Waffe und mach weiter. Ein bisschen Genie. Da sind welche drin, Foto, ne? Ja, oh, wir haben verloren. Also von meiner Seite ist kein einziger in den Raum reingekommen. Ja, Foto, wir haben auch keine Munition mehr. Das ist normal, weil diese gefangenen Alarm ausgelöst haben. Ich nicht. Schießen, du. Nee, du nicht. Der erste Alarm war nicht meiner. Stimmt, der hat uns auch ungefähr nur ein Magazin gekostet. Weil die habe ich alle mit dem Schwertblatt gemacht. Dein Alarm hat uns ungefähr 12 Magazine gekostet. Damit, Leute, würde ich sagen, was ist dann auch schon mit der ersten Folge mit Futur of Jupiter. Das kann man sich mal wieder richtig abschmieren und wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.